Also es gab halt so quartalsweise, glaube ich, war das, so Hockey Games. Naja, Kanada ist halt kalt und Schnee. Mhm. Und dann ist die ganze Schule da wirklich in diese Hockey Arena reingegangen und das war echt krass. Und auch mit Schildern und Lehrer gegen Schüler und die Lehrer haben für die Lehrer gejubelt und die Schüler gegen die für die Schüler und ja, war unglaublich. Ja, und bei uns war das so, wir hatten tatsächlich ziemlich gute Sportteams auch. Das heißt, unsere Footballspiele waren einfach so groß. Und wir hatten dann, jedes Footballspiel hatte ein anderes Motto. Zum Beispiel haben wir dann, keine Ahnung, einen Tag so ein Pink-Out gemacht. Alle haben sich pink angezogen und das Thema war dann Brustkrebs oder so. Oder zu Halloween haben wir uns alle verkleidet. Ja, das war voll cool. So eine ganze Woche. Ja, genau. Und dann, ja, halt auch wie du gesagt hast, Schilder und dann so Riesenköpfe von den Footballspielern ausgeschnitten. Mhm. Und dann gibt es da die ganzen Cheers, die gerufen werden und alle springen durch die Gegend und hören Musik und so. Ja. Und tatsächlich bei uns beim Cheerleading haben wir sogar so ein wie so eine Anleitung gekriegt für den School Spirit, weil wir repräsentieren ja die Schule und da standen dann so alles Mögliche an Sachen drin. Also die nehmen das auch mega ernst, definitiv. Dass man sich nicht da irgendwie schlecht benimmt oder so. Definitiv.